Ball wird geblockt. Kai Havertz. Havertz mit der Chance. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Da ist das Tor. Die deutsche Mannschaft erhöht auf 2 Tore Vorsprung. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder.